Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich habe es angekündigt, es gibt wieder Waffenguides. Und ich fange mit einem der neuen Waffen an und zwar dem AN-94. Und das ist ein Sturmgewehr, welches man sofort hat. Man muss keinen Auftrag ausführen, man muss nichts irgendwie kaufen, kein Premium. Das AN-94 hat man sofort von Anfang an. Schauen wir uns den Schaden an, der ist seit dem Patch ja ein wenig anders. Und zwar der Startschaden wurde auf 24,5 erhöht und geht dann bis 18. Der Drop-Off sieht so aus, der Drop-Off-Start ist bei 12,5 Meter, sprich bis 12,5 Meter machen wir einen Schaden von 24,5. Dann fängt der Schaden an zu fallen, bis wir dann bei 60 Meter den Minimalschaden von 18 haben. Nun gucken wir uns die Feuerrate an und da gibt es zwei Varianten. Normal im vollautomatischen Modus haben wir 600 Rounds per Minute, das ist schon eher ziemlich langsam. Wenn wir aber zum Burst-Modus kommen, haben wir eine APM von 1200. Jetzt kommen wir aber zum entscheidenden Punkt. Und zwar ist es nicht möglich, wie in Battlefield 3, wirklich so schnell auf die Maus zu hauen, dass wir 1200 APM wirklich erreichen. Diese zwei Kugeln, die pro Salve rauskommen, die sind wirklich so schnell ineinander geschossen, dass man von 1200 APM sprechen würde. Nach einer Salve hat man aber einen kleinen Delay, also eine kleine Pause, bis man die nächste Salve starten kann. Meiner Meinung nach kann man schneller kommen als 600 Rounds per Minute, aber 1200 APM ist eben nicht möglich mit der AN-94, auch wenn eben die zwei Kugeln das haben. Insgesamt durchgängig kann man das nicht schaffen. Die Magazingröße ist ganz normal, wir haben bei der AN-94 30 plus 1 Schuss. Die Nachladezeit ist nicht ganz so schön, gehört eher zu den schlechteren Werten. Wenn noch eine Kugel im Lauf ist oder mindestens eine Kugel im Lauf ist, ist die Nachladezeit 2,4 Sekunden, vielleicht noch erträglich. Wenn die Waffe aber ganz leer ist und keine Kugel mehr sich im Lauf befindet, dann sind es 3,5 Sekunden. Das ist schon sehr viel. Man sollte vielleicht beim Nachladen schon mal ein wenig in Deckung gehen, weil das ist dann doch schon etwas sehr lange. Springen wir weiter zum Rückstoß und zur Präzision. Der Rückstoß sollte nicht das allzu große Problem sein. Der geht gefühlt nur nach oben. Dafür schon etwas mehr, also schon ein gutes Stück nach oben weg. Nach links und rechts merkt man diesen Rückstoß aber minimal. Der Multiplikator beim ersten Schuss beträgt 2,1, also der 2,1-fache Rückstoß immer beim ersten Schuss. Bei einer Burst-Waffe, also wenn ihr sie im Burst schießt, ist es nicht so unentscheidend, aber 2,1 ist jetzt gar nicht so hoch, da gibt es deutlich schlimmere Werte. Und bei der AN-94 kann man zur Sache Präzision sagen, dass sie wirklich präzise ist. Der Streuungsanstieg ist sehr gering, der Streuungsrückgang ist sehr hoch. Also alles spricht dafür, dass diese Waffe wirklich genau ist und man sehr präzise damit schießen kann. Wenn wir jetzt ein Setup für die Waffe festlegen, sollte man auf jeden Fall darunter unterscheiden, ob wir den vollautomatischen Modus spielen oder den Burst-Modus. Da ist bei der Auswahl am Ende eigentlich aber auch nur wichtig, welchen Griff man wahrscheinlich nimmt. Der ganze Rest kann man zum großen Teil bei der Burst als auch bei der vollautomatischen Variante gleich nehmen. Beim Visier wählt ihr das eurer Wahl. Das Cobra habt ihr nach 10 Kills, also schon schnell dabei und das ist auch ein ganz praktisches Visier. Auf größeren Maps kann man ja auch gerne mal zu einem Zoom greifen, muss man nicht, kann man machen. Aber ich bin ja meistens einer, der diese Nahkampfvisiere nimmt, da ist eben Cobra oder ein Coyote, ganz praktisch. Den Laser würde ich wirklich nur auf der Burst-Variante benutzen, weil da ist er gar nicht so schlecht. Mal so ein Burst aus der Hüfte, der ist noch recht präzise, die kann man sich gerne mehr erlauben. Da kann man also schon mal einen Laser mitnehmen, nur auch ausschalten, wenn ihr mal ins Visier geht, sonst sehen euch die Gegner sehr leicht. Bei der vollautomatischen Variante würde ich keinen Laser mitnehmen. Beim Lauf nutze ich auf jeden Fall den schweren Lauf, das ist, den habe ich gerne angespielt, hat sich sehr gut gemacht und von dem möchte ich gar nicht mehr weg. Der schwere Lauf ist meiner Meinung nach wirklich die beste Variante, die man in diesem Slot für die AN-94 auswählen kann. Auch wenn die Waffe so oder so schon sehr präzise ist, noch mehr Präzision schadet letztendlich ja nicht und der erhöhte Rückstoß ist nicht so sehr das Problem. Jetzt kommen wir zum Griff. Wenn ihr die AN-94 vollautomatisch spielt, würde ich den Kurz- oder eben den Rundgriff benutzen. Bei der Burst-Variante aber eher nicht. Entweder den angewinkelten Griff oder gar nicht. Jetzt haben wir ja so ein Thema mit dem Griffen. Soll man die noch benutzen? Streuungsrückgang, hier haben wir eine Burst-Waffe, nicht so schön. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Wenn ihr wirklich sehr langsam burstet, ist es mit dem angewinkelten Griff kein Problem. Da merkt ihr diesen langsamen Streuungsrückgang genau gar nicht. Den merkt ihr dann überhaupt nicht. Nur wenn ihr ganz schnell auf die Maus hämmert, und zum Beispiel im Nahkampf, dann merkt ihr schon den kleinen Nachteil des angewinkelten Griffs. Nicht so groß, aber man kann ihn schon ein wenig merken.
Die Sache ist halt aber eben die, dann sind wir ja im Nahkampf und dann ist vielleicht erhöhte Streuung nicht ganz so das große Problem eventuell. Wiederum senkt der angewinkelte Griff jetzt ja nur noch den Multiplikator um 20%, was ziemlich wenig geworden ist. Deswegen ist hier die Entscheidung gar nicht so leicht. Ich habe den angewinkelten Griff schon drauf, weil ich mir denke, ja, wenn er weiter weg ist, burste ich ja eh etwas langsamer. Da stört es mich ja nicht unbedingt. Und im Nahkampf bin ich ja auch eher im Nahkampf. Und ich spray ja nicht immer sofort raus. Also, ich finde, man kann ihn benutzen. Würde es aber auch voll und ganz verstehen, wenn jemand sagt, nee, ich möchte keinen Griff benutzen. Ja, das war mein Waffenguide zum AN94. Hoffentlich hat es euch gefallen. Daumen hoch ist natürlich sehr schön. Als nächstes, schreibt mir in die Kommentare. Die Waffe hauen wir als nächstes raus. Man sieht sich, haut rein. Ciao.